crazy. Das ist heute mein vierter Workshop. Ich habe eine schlechte Nachricht, eine gute Nachricht für euch mitgebracht. Die schlechte Nachricht ist, ich habe 50 Folien vorbereitet. Ich habe nur 15 Minuten Zeit. Ist ein bisschen viel. Die gute Nachricht, es gibt nicht viel Storytelling, nicht groß rumgeschweife. Wir gehen direkt rein. Also wir gehen rein in unsere Erfahrung aus 1000 produzierten Kurzvideos, was ich euch heute mitgeben kann und auch aktive Tipps, die ihr umsetzen könnt, wenn ihr auch mit Shortform-Content einfach sichtbarer werden wollt. Und ich wurde so ein bisschen nostalgisch, aber als der Patrick auch angefangen hat, einer von 10 Unternehmern in den ersten 3 Jahren ist erfolgreich. So, und das ist heute mein vierter Workshop und ich erinnere mich an meinen ersten. Ich habe angefangen in Corona-Zeiten, damals ganz zu Beginn und so in meinem Zimmer, ganz allein für mich. Ich habe gehustelt, ich habe mir versucht, alles beizubringen, die Skills zu lernen, die ich brauchte. Und da war Barcelona der erste Workshop für mich. Das erste Mal auch mit anderen Dienstleistern in Kontakt zu kommen. Anderen Online-Marketern, Performance-Marketern. Und das war crazy, dann auch Chris Ertel zu begegnen. Und das war auch so die Zeit, da war ich ein bisschen, oder ich habe begonnen, auch ein bisschen spirituell zu werden. Und ich fragte Chris. Chris Ertel ist ein crazy Dude. Wer kennt Chris Ertel? Okay, wäre enttäuschend, wenn ich hier, oder? Und sehr tief in der Spiritualität drin, in Breathwork und Co. Und ich habe mich gefragt, irgendetwas muss es noch geben, irgendeine Ebene, irgendwie. Ich habe gefragt, Chris, was gibt es? Was kann ich noch tun, um schneller besser zu werden und noch fähiger zu werden? Was gibt es? Er sagte, Pierre, alles, was du brauchst, hast du schon. Schöne Antwort, oder? Ich war super enttäuscht. Was du fandst, super scheiße. Ich wollte hören, Pierre, stell dich auf den Kopf, fang mit deinem Pobacken fliegen, mach irgendetwas, mach 10 Stunden Breathwork und dann zapfst du den Äther an. Und dann kommt die Erleuchtung und dann passt, dann ballerst du durch. Ist natürlich Bullshit. Ich habe gar nicht verstanden, was er mir da damals gesagt hatte. Und da vergingen die ersten Wochen. Ich war rein als Media Buyer, Funnels bauen, Ads, alles drumherum, alles was so dazugehört, viel Analytik. Aber das war nicht zu 100% meine Stärke. Und das hat sich erst Wochen danach rauskristallisiert. Und meine größte Stärke ist die Kreativität in Verbindung mit den Daten. Und das war besonders seit iOS 14 ein Riesenthema bei uns, weil was für Möglichkeiten hatten wir nach iOS 14? Das war ein Riesenpain. Wir haben 40-50% der Daten verloren und wir mussten agieren, besonders für die kleinen Brands, die wir hatten. Und da war Videomarketing ein riesen Hebel für uns. Wir konnten mehr Daten auf der Plattform lassen. Wir hatten viel mehr Kontrolle für die Brand, die auch wirklich professionell zu vermarkten. Und da ging das los mit Shortform Content. Und jetzt kurz den Bogen zu spannen zu Patrick seiner Geschichte. Ich bin einer der 10%. Ich bin einer von 10, der es geschafft hat in den letzten 3 Jahren. Lawrence, du bist einer der 10%. Ivo, ich glaube, dass Jan ein Philipp, eine Rina ist. Und nicht nur, dass wir 10, 15, 20.000 Euro investieren, um hier zu sein. Jeder von euch hat die Weitsicht zu entscheiden. Er kann bis 3 Uhr nachts beim Karaoke sein, beim Pokern, was sicherlich cool war und wäre auch eine tolle Zeit gewesen. Aber jeder hat die Weitsicht zu entscheiden. Ich sitze 9 Uhr morgens hier in dem Scheißsaal, bei dem Wetter, bei der Aussicht. Bilde mich weiter für meine Zukunft, für mein Unternehmen, für die persönliche Entwicklung. Das ist crazy. Kleiner Applaus an euch alle. Jetzt gehen wir rein. Ihr werdet jetzt erfahren, wie ihr in den nächsten 3 Jahren weiterhin zu den 10% gehören werdet. Bisschen Skars, die muss rein, okay? Gut. Okay, wir sprechen heute darüber, wie du mit Shortform-Content skalieren kannst, dein Unternehmen, und wie du dir wirklich eine Bulletproof Personal Brand aufbaust. Es sind einige Folien, es wird ein bisschen Shortform-Geschwindigkeit auch sein, ich gehe schnell durch, ich kann leider nicht die Zeit, um wirklich tief reinzugehen, bitte kommt auf mich zu, ich konnte, habe nicht mal die Zeit, das auch die Verbindung zu ziehen zu Paid Ads, also wie wir das wirklich auch in unseren Paid Ads Kampagnen mitverbinden, lasst uns gerne später drüber reden. Wir diven aber erstmal komplett rein. Warum ist Shortform Content das Nummer 1 Format auf Social Media? Ich glaube, jeder hier weiß, was Shortform Content ist, darüber brauchen wir nicht reden. Worüber wir reden müssen, warum ihr es aber nutzen solltet. In den letzten 3 Jahren hat sich alles verändert. Also Corona hat generell die Digitalisierung 10 Jahre nach vorn befördert. Das Konsumentenverhalten hat sich extrem geändert in den letzten
drei Jahren. Die Menschen sind es gewohnt, schnelle Informationen, viele Informationen zu bekommen. Und sie wollen auch schnelle und viele Informationen. Sie wollen visuelle Informationen. Ich weiß nicht, wie es euch heutzutage geht, wenn ich etwas google, wenn ich, egal ob ich zu einem Hotel fahre, ob ich ein Restaurant besuche, schau mir das auf Instagram an, schau mir das auf YouTube an, schau mir das auf TikTok an. Ich möchte mich auch visuell informieren. Ich möchte mir vorstellen können, wie toll die Meeresbrise denn hier wäre. Ich möchte das Gefühl bekommen, wie gut das Essen schmeckt, weil ich sehe, wie schön das angerichtet ist, weil ich schöne, wie viel Spaß die Leute auch haben. Deswegen ist Shortform Content das Nummer 1 Format. Und jeder, der das immer noch nicht implementiert hat oder noch nicht versteht, sollte es bitte machen. Er wird untergehen. Die Marktführer in eurer Nische machen es jetzt schon. Täglich, mehrmals wahrscheinlich. Und wir werden das auch in den nächsten Jahren tun. Also Nummer 1, gern erstmal umsetzen. Ich habe das Video nicht aktiviert. Sieht aber toll aus, wenn man es macht. Okay, weiter geht's. Ich habe es gerade schon gesagt, Shortform-Content ist nicht mehr wegzudenken. TikTok. Wer nutzt TikTok hier regelmäßig? Wirklich jetzt? Wie macht man die Hand richtig hoch, wer TikTok regelmäßig nutzt? Als Post oder konsumieren? Konsumieren. Sagen wir mal rein konsumieren. Kommt, rein konsumieren. Also regelmäßig heißt einmal am Tag? Von mir aus. Okay, wer nutzt TikTok als Inspiration? Okay, nice. Ich habe unterschiedliche TikTok-Accounts. Ich habe einen TikTok-Account, da schaue ich mir viele Joe Rogan-Podcasts an, viel Schwurbler-Content, Nazis auf dem Mond und Co., Neuschwabenland. Jeder kennt die Videos von dem Podcast. Ist geil, schaue ich mir gerne an. Ich habe einen Account für Online-Marketing, Paid Ads zum Beispiel. Und ich habe einen Trash-Account. Und auf jeden dieser Accounts interagiere ich auch gezielt nur mit dem Content. Mit dem Content, den ich konsumieren möchte. Allein aus Inspiration macht es. Ihr bekommt so viele Impulse, wirklich. Große, große, große Empfehlung. Erstmal an dem Punkt. Okay. In einer Minute in Social Media passiert das. Wir haben 350.000 Tweets, wir haben 695.000 Stories, wir haben 510.000 Facebook-Kommentare. In einer Minute auf Social Media. Also ich spreche immer noch davon, dass viele, viele Informationen auf Social Media sind. Und jeder, der das immer noch nicht nutzt, sich zu zeigen auch damit, mit Shortform-Content, da lässt zu viel Potenzial liegen. Da lässt zu viel Potenzial liegen. Wartet. 6.000 bis 10.000 Werbeanzeigen jeden Tag. Ich glaube, die Statistik kennen viele hier, oder? Was ist so der Schluss daraus, dass wir 6.000 bis 10.000 Werbeanzeigen jeden Tag sehen? Wer glaubt wirklich daran, dass die Aufmerksamkeitsspanne gerade mal bei 1,6% liegt? 1,6 Sekunden. Wer glaubt daran? Mal eine Studie von Meta zum Beispiel. Gerne auch Hand hoch. Okay, eins, zwei. Wer hat Scientific Advertising gelesen? Große Empfehlung, große Buchempfehlung. That's my boy, Dominik. Da ist ein tolles Zitat von Claude Hopkins drin. Claude Hopkins war ein sehr, sehr großer Werbetexter in den Jahren 1908, 1925, glaube ich, in der Zeit rum war das. In den letzten 10.000 Jahren haben sich unsere Verhaltensmuster kaum geändert, sagt er da. Was sich geändert hat, ist, wie geschult wir werden, wie geschult unser Auge wird. In den letzten 5 Jahren ist auf Social Media viel passiert. Wir sind es gewohnt, gute Ads zu sehen. Wir sind es gewohnt, von großen Brands einen guten Markenauftritt zu sehen, dass gute Werte kommuniziert werden. Egal, ob das bewusst oder unbewusst ist, wir sind es gewohnt, wir erwarten das auch von anderen Brands. Und er sagte, die Aufmerksamkeitsspanne ist nicht bei einem Goldfisch. Die Aufmerksamkeitsspanne ist nicht bei, da war es noch nicht 1,6 Sekunden, das ist eine recht neue Studie von Meta. Aber die letzten Jahre so mit einem Goldfisch, ich glaube, die kennt jeder. Das ist Bullshit, weil wir haben uns nicht verändert. Wir haben uns einfach dran gewöhnt. Deswegen kann ich euch auch wirklich sagen, es geht um Relevanz, es geht um guten Content. Wenn ihr guten Content macht, Content mit Mehrwert, Content, der für eure Zielgruppe passt, dann müsst ihr nicht irgendwelche Jump Cuts in den ersten Sekunden machen. Da müssen keine 5 Cuts in den ersten 2 Sekunden sein oder ihr müsst euch nicht auf den Kopf stellen in den ersten 2 Sekunden. Das ist Käse. Okay? Von dort machen wir weiter. TikTok hatte im Januar 2023 eine Milliarde monatliche aktive Nutzer. Okay, ich glaube, dass TikTok wächst, ist uns allen bewusst hier, oder? Genauso wie YouTube Shorts, 1,5 Milliarden monatliche aktive Nutzer aktuell. Was glaubt ihr, wie sieht das bei Facebook aus? Bekommt Facebook
mehr User, weniger? Wer denkt, dass Facebook monatlich mehr User bekommt? Hand hoch mal. Okay, wer denkt, dass Facebook weniger User monatlich bekommt? Okay, super. Facebook wächst nach wie vor. Hat sich verdoppelt seit 2015. Die Zielgruppen haben sich extrem verändert. Wer hier ist über 30, 35? Okay, super. Das ist die Grundzielgruppe auf Facebook. Punkt. Ihr seid einfach nicht mehr die Kernzielgruppe Ivo oder ich oder eine Matthias, einen Francesco. Aber andere Leute ab 30, 35, 40, die sind alle auf Facebook, die sind in den Facebook-Kommentaren. Jeder kennt die Facebook-Kommentare von uns, oder? Ist die Hölle. Nur wenn man sich die Leute, aber das sind kaufkräftige Leute, okay? Wenn ihr auch eine hochpreisige Dienstleistung habt oder ein hochpreisiges Produkt, sind das tendenzielle Wunschkunden von euch auch. Deswegen Facebook genauso nutzen, auch eure Reels, euren Shortform-Content. Empfehle ich 10 Minuten. Ich habe 50 vorhin, okay. Gut. 96% der Konsumenten bevorzugen Videos auf Social Media. Okay? Heißt nicht, ihr sollt nicht nur stumpf Reels posten, okay? Darauf komme ich gleich zu, aber 96% der Konsumenten bevorzugen Videos. Sie erwarten das. Warum? Weil es eure Marktbegleiter machen, weil sie Marktführer in eurer Nische machen. Punkt. Worum geht es heute nicht in diesem Vortrag? Es geht nicht darum, wie du Reichweite bekommst durch Tanzvideos. Es geht nicht darum, wie du Reichweite bekommst, indem du irgendwelche Trends hinterherjagst. Es geht nicht darum, wie du Reichweite bekommst, wie du virale Videos erstellst. Wer kennt den Bottom G? Okay, sehr schön. Sehr schön. Es geht darum, wie du mit Shortform-Content in Krisenzeiten skalieren kannst, ohne blind Werbebudget zu verbrennen. Es geht darum, wie du eine attraktive Arbeitgebermarke wirst. Es geht darum, wie du mehr Kunden und mehr Umsatz gewinnst für dein Unternehmen, für deine hochpreisige Dienstleistung. Da musst du keine. Es ist toll, wenn wir mal 400.000 Views haben, es ist toll, wenn wir 300.000 oder 100.000 Views haben, brauchst du aber nicht. Es reicht, wenn du 1.000 Views, 2.000, 3.000 Views hast. Selbst wenn es 500 wären, es müssen die richtigen schauen. Ich habe mich gestern mit dem Mo, habe ich mich kurz unterhalten und kriege ich zusammen, Mo, es ging darum, ein erstes YouTube-Video. Ich glaube, war das über 10x? Kriegst du das in einer Minute geteilt? Die Story nochmal ganz kurz. Wie viel Umsatz hast du durch dieses Video gemacht? Nur, dass du das Video einfach gepostet hast, dass du gezeigt hast, dass du existierst mit deiner Dienstleistung. Über 1 Million. Punkt. Gut. Weiter geht's. Und wie viele Klicks waren drauf? Wie viele Views? 4.500. 4.500 ist sogar verhältnismäßig viel für ein YouTube-Video in dem Segment. Also, sehr schön. Es geht darum, wie du wirklich eine Personal Brand aufbaust. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal gehört, Menschen kaufen bis zu 4-mal lieber von einer Personal Brand als von einem Unternehmen, oder? Ich glaube, jeder kennt auch immer die Beispiele mit Steve Jobs oder Elon Musk. Es ist wichtig, weil wir vergessen auch oft, wie wichtig es ist, eine Personal Brand zu sein, wie wichtig es ist, seine Unternehmenswerte zu kommunizieren, seine Vision, einfach auch mal einen Blick hinter die Kulissen zu geben und einen Blick in die wirkliche Expertise. Keiner hat Bock, jeden Tag Content von dir zu sehen, wo du oberflächlich über 3 Tipps von Blablabla sprichst. Es ist generisch, es schaut niemand gern an und die wenigsten schauen es wirklich bis zum Schluss. Und das ist das Erste, was du haben willst. Das Erste, was du erreichen möchtest, ich greife gerade ein bisschen vor, ist, dass die Leute bis zum Schluss schauen, okay? Gut. Reichweitenbeispiel einfach nur. Ein bisschen Social Proof muss auch immer dran sein. Es funktioniert, was wir machen, ist ganz gut. Da habt ihr so ein paar Zahlen. Aber ich will eher lieber auf den Content drauf eingehen weiter und euch nochmal wichtigen Input mitgeben. Wir haben einen Paradigmenwechsel im Content Marketing. Wer hat schon mal gehört, was ein Social Graph ist? Okay? Social Graph war typisch für Facebook früher. Wen kennst du? Nein, zurück. Okay. Wem folgst du? Das heißt, die Freunde deiner Freunde wurden dir angezeigt, die Arbeitskollegen vielleicht von dir und so groß war dein Radius. So viele Menschen haben gesehen, dass du existierst. Ziemlich begrenzt, oder? Heute sieht es folgendermaßen aus. Heute sprechen wir auf Social Media einem Content Graph. Das bedeutet, die Menschen, die deinen Content konsumieren, die sich interessieren für deinen Content, die erreichst du. Du hast die Möglichkeit, von tausenden Menschen gesehen zu werden. Abertausenden. Das heißt nicht, dass jeder Mensch von denen als Kunde konvertiert.
Aber es geht auch darum, neue Märkte zu erschließen, neue Zielgruppen zu erschließen. Und es ist egal, ob du vielleicht gerade eine Recruiting-Agentur hast, ob du ein Steuerbüro hast, ob du eine Reinigungsfirma hast. Sei sichtbar, teil dein Content und schau, dass sich neue Märkte erschließen. Weil der nächste Step ist eh ein Infoprodukt für die meisten von dir. Der nächste Step ist eine B2C-Zielgruppe, auch für uns zum Beispiel. Nutz die Chance, wie du dich ja auch als Unternehmen weiterentwickeln kannst. Es ist ja nicht nur das einzige Feld, was du tust, und es ist nicht das einzige, ich sage mal, die einzige Stadium, welches du hast als Unternehmer. Und du entwickelst dich nur weiter, indem du das aktiv tust. Punkt. Deswegen ist das Social Content Graph extrem wichtig. Hunderttausende Menschen, die tendenziell Interesse an dir haben könnten. Oder einfach nur, was du teilst, wie du bist. Punkt. Okay. Nein! Jeder hat die Chance. Jeder hier hat die Chance, der nächste Iman Gacci zu werden. Von mir aus der nächste Grant Cardone oder Alex Hormozi. Und darum geht es auch. Jeder hat die Chance, relevanten Content zu machen, gesehen zu werden und Traction zu erreichen. Das ist das Erste, was wir haben wollen. Traction und Reichweite. Wir wollen erstmal, dass die Welt weiß, dass wir existieren. Alles, was danach kommt, das liegt an uns im Sales Funnel, vielleicht bei den Paid-Ads, aber generell erstmal wahrgenommen zu werden und dass die Leute sehen, uns gibt es. Ist schon mal mehr geschafft, als 99% der anderen draußen schaffen dann. Jeder kann der nächste Top-G werden. Das verspreche ich euch hier nicht. Aber es ist möglich, weil nichts anderes hat Andrew Tate gemacht. Natürlich hat er ein geiles Affiliate-Programm und ein bisschen mehr Hirnschmalz gehört da dazu, aber er hat die Reichweite genutzt, er hat den Content Graph genutzt. Er hat 10, 20 Accounts von anderen, die er nicht mal selbst hat, die betrieben werden, die Reichweite generiert haben, ganz am Anfang, die einfach Content über Andrew Tate geballert haben. Es gibt viele E-Commerce-Brands in den Staaten, die das auch machen, die sich 10, 20 TikTok-Accounts machen und einfach gegen Content draufballern und die Accounts, die viral werden, die Traction bekommen zum Beispiel, die werden weiter gepusht. Easy. Seid ihr bereit für den Deep Dive, die letzten 3 Minuten? Okay, lass uns kurz reingehen. Kurz nochmal zu mir. Nein. Ich bin Pierre Liebeskind. Die letzten 3 Jahre habe ich mich super wohl gefühlt im Paid Ads. Ich habe alles gelernt, wie man das A-B-Testing-Mindset, Lead-Gen-Strategien, alles über die Neukundengewinnung, Mitarbeitergewinnung, Facebook-Werbeanzeigen. Ich durfte 1,6 Millionen Euro Werbebudget verwalten, mit über 93 Unternehmen zusammenarbeiten. Und diese Expertise, das ist so Gold wert heute für mich, das realisiere ich selbst erst in den letzten Wochen, weil ich das in den Content-Marketing mit einbringen kann für unsere Kunden. Wir kreieren keine schönen Videos. Wir kreieren keine Videos, die unseren Kunden, die dem Angler vielleicht gefallen oder schmecken. Es muss immer dem Köder erstmal schmecken. Wir wollen Videos kreieren, da kann vielleicht Sergej noch mal eine Minute was sagen, die von der Zielgruppe wahrgenommen werden und die die Expertise transportieren. Und ganz kurz, wer kennt Hooks? Okay. Wer arbeitet mit alternativen Hooks? War gelogen, jetzt die Wahrheit. Okay. Hör, also nur ganz kurz, 3 Tipps, wie du. Vermeide 3 Fehler, dass du. Will kein Schwein mehr hören. Okay. Seid ein bisschen kreativ. Vom Couch Potato zum Fitness Guru. Wenn du das immer noch falsch machst, dann, wenn ich heute meinen ersten Kunden gewinnen müsste, was würde ich tun? Genau die Steps. Wachstum auf Autopilot, so gewinnen wir unsere Leads. Seid ein bisschen kreativer. Das ist wirklich mir das Wichtigste, was ihr heute mitnehmt. Ich muss aufhören mit generischem Content, mit 0815 Content, richtigen Content. Eure Misserfolge von mir aus, eure Erfahrungen, wie ihr als Unternehmer seid, ist nicht alles geleckt. Okay? Ist nicht alles ohne Herausforderungen oder ohne Schlaglöcher in der Straße. Das wollen die Leute auch sehen. Ihr habt vielleicht die Referenz gesehen von Zlatko Sterzenbach. Das ist das Video, was für uns am besten funktioniert hat. Fast 300.000 Views. Einfach nur, weil der Iron Mind 17 Mal den Ironman gelaufen. Crazy, der Typ, wirklich. Spricht das erste Mal über Misserfolge, was nicht geklappt hat, was kacke war. Schmerzhaftester Moment. Das wird gezogen, das wollen die Leute, okay? Das nehmt ihr mit. Die einzige Grafik, die ihr eigentlich braucht, um Shortform-Content gut und einfach zu produzieren. Sehr schön. Also auf jeden einzelnen Punkt, kommt gerne auf mich zu. Ich will auch respektvoll sein mit Sergej seiner Zeit. Auch das Wichtigste, was ich heute euch mitgeben möchte, generiere so viel Reichweite wie möglich und monetarisiere sie.
Wem kommt dieser Spruch bekannt vor? Wer hat den schon mal gehört im letzten Jahr? Okay? Vielleicht die, die bei Dieses Marketing waren, richtig? War vom lieben Ryan Dice. Sagt, der wichtigste Skill ist es heute, so viel Reichweite wie möglich zu generieren und das meiste davon zu monetarisieren. Wenn du das meisterst und das kannst, hast du es geschafft, dann kannst du dich hinlegen. Hast ein entspanntes Leben soweit. 91% of marketers think this will be bigger in 12 to 18 months than it's right now. TikTok, Reels, Shorts, believe it or not. Okay? Die Folie nochmal, einfach weil es so wichtig ist, damit ihr euch das merkt. Fangt an, eine Personal Brand zu sein, fangt an, euch zu zeigen. So, wie funktioniert das mit Shortform-Content? Wie kann ich aktiv eine Personal Brand aufbauen mit Shortform-Content? Und das sind unsere vier besten Formate, mit denen du die erfolgreich eine Personal Brand aufbaust, die perfekt passenden A-Player für dein Unternehmen anziehst und wie du mehr Neukundenanfragen und mehr Umsatz gewinnst. Das sind die Formate, die wir zu den größten Teil mit unseren Kunden produzieren. Und das allererste Format ist das Storytelling. Es ist nicht einfach nur wirklich fachliche Tipps. Es geht um eure Erfolge, es geht um eure Misserfolge, es geht um tolle Geschichten. Das heißt, das allererste, was jeder von uns hier meistern darf, ist ein Storyteller zu werden. Okay? Das Wichtigste. Das zweite ist ein Podcast-Format. Einfach warum? Weil es immer super easy aussieht. Wir haben zwei Angle zum Beispiel, die wir aufstellen. Unser Kunde ist dann nicht immer straight zu der Kamera, nicht jeder fühlt sich damit wohl. Wir simulieren ein Gespräch. Derjenige ist so wichtig, dass er irgendwo zu einem Podcast eingeladen wird. Das wird vermittelt, okay? Das, was er da sagt, das wird sogar aufgenommen. In einem geilen Video wird es bearbeitet. Wir wollen natürlich auch, im Marketing erschaffen wir Illusionen. Wir wollen für unsere Kunden, wir wollen, dass sie so groß wirken wie möglich, so professionell wie möglich und so hochwertig. Und das erreichen wir unter anderem damit. Als würde er gerade bei Joe Rogan auf der Couch sitzen. Testimonials zeigt andere Gesichter. Niemand hat Bock, nur euch zu sehen. Die Leute haben auch Bock, euer Team zu sehen. Die Leute haben Bock, zu hören, was euer Team über euch sagt, wie gut die Prozesse vielleicht sind oder wie gut ihr auch als Arbeitgeber seid. Und Nummer 4 ist das Deep Dive Format. Das ist das Format, was Sergej auch am liebsten macht, wo er bei 30 Reels über Systemvertrieb spricht. Ist geil, weil er zeigt eine extreme Expertise damit. Es sind nicht super 1000 Views, wir bekommen keine 10, 20, 30.000 Views damit, okay? Aber Sergej und Salesforce, die haben eine sehr hochpreisige Dienstleistung, sehr tolle Produkte und da reicht es, wenn es 500, 1000, 2000 Leute sind, die regelmäßig euch verfolgen, die regelmäßig konsumieren, einfach wie ihr denkt und was ihr macht, jeden Tag. Definiere ein realistisches Ziel, so auf dem ihr es, besonders wenn wir kleine Kunden, kleinere Coaches onboarden, die vielleicht an einem Punkt mit 10.000, 15.000 Euro im Monat sind, die wollen, ja, ich will ja sofort viral gehen, wir machen jetzt 5 Videos, da haben wir 5 Millionen Views, richtig? Ist Bullshit, nee, ist ein Marathon-Content-Marketing, wir dürfen ein Format mit dir etablieren, wir dürfen schauen, was wirklich funktioniert für deine Zielgruppe und wir müssen keine 100.000 Views erstmal generieren. Du musst erstmal existieren, das ist das größte Ziel. Scheiß auf virale Videos. Ist mir sehr, sehr wichtig heute mit. Jetzt stell dir vor, du bist seit, weiß ich nicht, 3 bis 5 Jahren auf deinem Instagram-Account. Du fängst jetzt an, Kurzvideos zu machen und stumm, ihr kennt die viralen Videos, oder? Diese Strukturen, die wirklich nur dafür, marketingtechnisch dafür ausgelegt werden, oder? Ist da geil. Verkrault ihr doch eure Leute, die ihr gerade habt. Ihr sprecht über vielleicht Sport, ihr sprecht über Politik auf einmal. Gebt ihnen ein bisschen Zeit, macht was Legeres einfach, okay? Nehmt die erstmal mit auf die Reise und dann erweitert das Format. Dann über ganz breite Themen, dann mal holt Traction, nutzt Autoritäten. Timeout. Nee. Okay, dein oberstes Ziel sollte sein, erreiche Menschen, die so viel wie möglich von deinem Video schauen, okay? Warum? Weil du mehr Reichweite bekommst. Du bekommst umso mehr Reichweite, umso mehr Menschen deine Videos zu schauen. Ganz kurz. A/B-Testing, teste die Länge deiner Videos, 7, 15 Sekunden, 15, 30, 30, 60. Mimik, Gestik, mach mal Videos, wo du extrem viel Mimik, extrem viel Gestik hast. Vielleicht findest deine Zielgruppe oder die Leute geil. Und auch mal weniger. Du musst nicht der nächste Johannes Klisch sein, okay? Wer kennt Johannes Klisch Reels, Kurzvideos? Wer würde es genauso am liebsten umsetzen wollen? Ist viel, gell? Ist viel Mimik, ist viel Gestik. Aber funktioniert super für ihn und ist geil. Teste beides. Teste Video-Setups und alles. Was passiert jetzt, wenn du es wirklich durchziehst, wenn du wirklich committed bist? Du bist zum nächsten Tiger King. Okay? Nein, kleiner Scherz, aber du erreichst deine Wunschkunden. Okay, ich tippe jetzt, warum Kaltakquise manchmal nicht so geil ist. Jeder kennt den Struggle hier mit Kaltakquise. Wer hat schon mehr als 1000 Kaltakquise-Calls gemacht?
Mehr als 5000? Sehr geil. Würdet ihr mir recht geben, dass es, du erreichst selten nur deine Wunschkunden, du kämpfst mit vielen Einwänden, weil die finden nichts von dir, die finden vielleicht auch noch am besten von der WordPress-Seite aus 2005 nur, deine Interessenten haben wenig oder kein Vertrauen und du hast viel zu lange Sales-Cycle. Du hast nur lange Sales-Cycle, weil sie kein Vertrauen haben, oder Philipp? Sehr schön. Danke für den Social Proof. Shortform-Content ist der Weg auf den eisernen Thron in deinem Markt. Daran geht's nichts vorbei. Was denke ich? Dafür haben wir heute keine Zeit mehr, leider. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Dann höre ich auf, Christine, okay? Pierre, du sprichst hier 20 Minuten über Shortform-Content. Adam Mosseri hat im Januar erst gepostet, dass wir pushen Static-Ads einfach mehr. Wir pushen Static-Beiträge mehr. Haben wir auch in unseren Paid-Ads letztes Jahr schon gesehen und ist auch richtig. Aber auf der anderen Seite wird auch eine neue Funktion nach dem anderen gelauncht. Jetzt wird gerade in den Staaten ausgerollt, dass wir die durchschnittlichen Längen, dass wir die Wiedergabendauern in den Reels sehen werden. Wie krass ist das? Wie geil ist das? Wie geil können wir dann im Organic noch testen? Dann sehen wir wirklich aktiv, wie viel geschaut wurde. Wie viel wurde vom Video geschaut? Das sehen wir heute noch nicht. Wenn das ausrollt, wird das nochmal ein großes Ding. Das heißt, natürlich muss auch Adam Mosseri und Instagram mit der Entwicklung des Konsumentenverhaltens gehen, mit der Entwicklung von Social Media, weil die Leute haben Bock auf TikTok, die Leute haben Bock auf YouTube Shorts, die können sich nicht abwenden, die können nicht sagen, wir sind eine Fotoplattform, gut, die müssen sich weiterentwickeln. Nur dazu. Sehr gerne, mein Lieber, jetzt geht's zu dir. Also, das war jetzt... Also kommt gerne auf mich zu, ich glaube, das war jetzt nur ein Zehntel davon tatsächlich. Lasst uns gerne in Austausch gehen, lasst uns gerne drüber reden, wie du das auch mit Paid-Ads-Kampagnen verbinden kannst. Und ja, ich freue mich darauf. Mein Lieber, also du hast. So. Ich bin Sergej und ich war auch dabei. Erstmal, geil, ich bin Vortrag, Pierre. Ich halte mich kurz, um in der Zeit zu bleiben. Wenn ihr mehr Interesse daran habt, was wir tun, gemeinsam mit Pierre oder Salespaw, kommt gerne in der Pause auf uns zu. Ich würde einfach die Minute mal nutzen, um ein kleines Geschenk an Pierre zu übergeben. Ja, Pierre weiß davon noch nichts. Wir arbeiten schon lange zusammen und Pierre ist auch unter anderem Kunde bei Salespaw. Salespaw ist ein Zahlungsdienstleister, ihr kennt das. Und diejenigen, die Salespaw ihr Vertrauen schenken, die bekommen von uns immer stets Geschenke. Und Pierre ist jemand, der ist schon länger bei Salespaw mit on board und demnach, Pierre, möchten wir dir ein kurzes Geschenk übergeben. Gerne Dominik oder Sascha, kommt kurz nach vorne. Und zwar gehört Pierre jemand oder zu der Zielgruppe, die uns bereits einiges an Geld dagelassen hat, einige Transaktionen uns vertraut hat. Und demnach möchten wir hier ein kleines Präsent an Pierre übergeben. Und zwar für 100.000 Euro tatsächlichen generierten Umsatz über Salespaw. Nice, danke schön.